Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Wir sind, ja, wie man sehen kann, kurz vorm, naja, vorm offensichtlichen Ende, aber noch nicht vorm richtigen Ende. Aber das werden wir alles sehen. Valley of Bowser 4, zwei Ausgänge, here we go. Ah, okay, ich erinnere mich, ich hasse es. Beziehungsweise es geht. Es geht. Es geht auf jeden Fall irgendwie. Das Problem ist, wir brauchen für den Secret Exit, das war super. Das war super, Mossy, weiter so. Wir müssen bis kurz vor Levelende einen Yoshi zum Überleben bringen. Da ist er auch schon. Hier kommen wir so nicht runter mit Yoshi. Nein, aber hier kommen wir runter. Wir müssen den bis zum Ende des Levels irgendwie behalten. Das wäre famos. Eine Feder. Die hilft mir natürlich immens dabei, das irgendwie geregelt zu kriegen. Das hilft mir immens dabei. Okay, das ging so. Oh, oh. Das ging so irgendwie. Da ist es. Geschafft. Prima. Einwandfrei. Und man sieht auch gleich das andere Ziel schon. Da müssen wir jetzt im Prinzip nur noch hinlaufen. So, Secret Exit. Wir können direkt zum Bowser-Schloss. Und wir haben unseren fünften Star Road-Stern. Das ist auch sehr schön. Da werden wir nämlich gleich noch hin verschwinden. Aber erst haben wir hier noch eine Valley of Bowser. Und ein weiteres Schloss abzugrapseln. Im Prinzip müssen wir das jetzt nur nochmal machen, was wir eben gemacht haben. Können wir hiermit abkürzen? Nö. Ah, ich glaube, das war die andere Röhre. Also hier vorne die. Tschüss. Hier können wir rein und dann kommen wir weiter links raus. So. Bringt uns nichts. Hey Yoshi, lange nicht gesehen, Bruder. So, und das hier wäre der andere Weg. Wenn man groß ist oder... Ja, wenn man groß ist, fertig. Hier kommt ein Leben raus. Nö, das kriegen wir, aber das brauchen wir. Das kriegen wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Wir haben ja 99. Das ist es nicht wert. Da oben gäbe es noch eine Feder, die brauchen wir jetzt aber auch nicht. So. Pow. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir hätten es sogar nochmal mit Yoshi geschafft. Krass. Na gut. Einwandfrei. Das wäre dann das letzte reguläre Level des Spiels. Des offensichtlichen Spiels. Und das bringt uns in Schloss 7. Das Schloss von Larry. Larry? Ich dachte Larry... Das war Lemmy. Ah, ich verwechsel die immer gerne. Ja, das ist wieder hier so eine tolle Kutschfahrt. Die kann man tatsächlich auch fliegen. Falls sich das jemand zutraut... Videoantworten immer gern gesehen. Hier hätten wir auch schon hochspringen können und abwarten können. Aber ich will es ja mal ein bisschen was zeigen, wie das Ding fahren würde. Nämlich total abgrundtief nervige Wege. Hallo? Okay. Meinetwegen. Ja, hier muss man jetzt oben lang. Wenn man klein ist, geht es auch unten, aber das ist einfach unverhältnismäßig schwer. Geht aber. Ja, und jetzt kommt das Ding hier hoch. Also hier hätten wir auch schon drauf springen können und das halt abwarten können, bis das Ding hier wieder langkommt. Brauchen wir aber nicht. Hallo Pilz. Fahr doch ein Stück mit uns. Ich glaube die Kette... Ne, die sind genau gleich schnell, ne? Ja. Die sind genau gleich... Ich will dich nicht. Ich wollte dich eigentlich doch. Aber okay. So, hier runter und da runter und... Noch weiter runter und noch weiter runter und jetzt geht's wieder hoch. In Treppchenform. Also das kann man schon auch fliegen. Das ist auch leichter als das andere Schloss. Und hier geht's dann weiter. In, was war das hier? Was war das hier nochmal? Oh Gott. Ach so, das war dieses Schloss. Hier kommt jetzt nochmal alles. Hier kommt, oh, nee.
Jetzt brauchen wir den auch noch. Okay, du. So, jetzt will ich da... Okay, schieß da durch. Du bleib klein. So, ich schaff das. Ich schaff das. Bleib klein, habe ich gesagt. Ich sag doch, ich schaff das. Den Pilz will ich haben. Den Pilz will ich tatsächlich haben. Also mit einer Feder wäre das halt super leicht, weil mit diesem Wirbeln, was man da machen kann, kann man sich hier die Wege auch einfach aufschießen lassen von den... Von den... Warum? Ja, gut. Hau halt ab. So, und nochmal. Und nochmal so ein Sprung. Okay, du kannst mir auch helfen. Okay, dann nicht. Jetzt wird auch schon die Zeit knapp, okay. Aber wir müssten eigentlich gleich da sein. Müssten gleich da sein. Ja, das ist, das wird dann halt echt schon stressig, wenn man das zeitlich nicht auf dem Schirm hat. Das wird jetzt halt echt schon eng. Aber hier kriegen wir noch ein Federchen. Und ab zum Bosskampf, sollte klappen. So, der läuft jetzt einfach nur schneller als der mit Iggy. Klappt aber. Klappt aber. Ist eingetütet. Ist gekauft. Nehmen wir so. Und damit haben wir alle regulären Level soweit erreicht. Den letzten Yoshi gerettet, der zu retten ist in den Schlössern. Und er kickt's einfach weg. Wenn Mario so stark ist, ne? Warum braucht er dann so lange? Can my rescue hand restore peace to dinosaur land? Das kann er bestimmt. Aber noch nicht jetzt. Noch nicht jetzt. So, Schloss kaputt. Und jetzt sind wir da. Also, das wäre jetzt der reguläre Eingang. Aber ab auf die Star Road. Da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Jedes dieser Level hat zwei Ausgänge. Ich werde jetzt hier erstmal den regulären machen. Weil um den geheimen zu machen, brauchen wir eine Feder. Und ich weiß nicht, ob ich die und wo ich die hier bekomme. Das funktioniert so. Wir lassen das Ding einfach laufen. Und irgendwann bauen wir uns eine Brücke draus. Das dürfte eigentlich schon reichen. Das dürfte eigentlich schon reichen. Ja, das reicht auch. So, einwandfrei. So, so. Okay, prima. Da hätte es einen gelben Yoshi gegeben. Ein gelber Yoshi macht Erdbeben, wenn er auf den Boden springt und etwas im Mund hat. So, das wäre der reguläre. Den anderen machen wir ganz zum Schluss. Und ja, das war jetzt eigentlich das letzte Level dieser Star World. Wenn man sich erinnert, ich gehe mal hier drauf. Wir sind hier wieder ganz am Anfang, wo wir unser erstes Ding geholt haben. Da hätten wir jetzt auch die Feder holen können. Aber das macht gar nichts. So, das wäre jetzt das erste. Da haben wir einmal den regulären Exit. Ich mach den. Na, ich will dich schon mitnehmen, Yoshi. So, das war hier irgendwo links. Irgendwo relativ weit links. Hier, ich probier's mal so. Ne, hier war es nicht. Ja, okay, weit, noch weiter links. Komm ich dran? Ne, komm ich nicht. Macht nichts. So, hier muss man sich einfach im Prinzip nur nach unten weiter durchballern. Vorne gibt's ein Leben. So, hier gibt's dann ein Sternchen. Das wollen wir auch haben. Aber eigentlich ist es nicht relevant. Weil wir brauchen weder Leben noch sonst was. Ballern uns jetzt einfach rechts komplett durch. Und haben dann hier unsere Röhre, die uns zum Ausgang führt. Damit haben wir regulär. Aber regulär bringt uns, glaube ich, insgesamt nie was. Außer bei dem Level davor. Also bei dem... Davor hat uns das den Weg hergebracht, aber hier bringt es immer nur den Weg zum Stern hin. Das heißt, wir brauchen den Secret Exit,
Der ist aber auch kein Problem, weil der ist... Hier. Ganz genau hier. Ganz genau da ist er. Und das bringt uns jetzt weiter zum zweiten. Ich werde es jetzt nicht jedes Mal zeigen, ihr wisst ja noch. So, hier haben wir jetzt... Ah, das war doof. Hier kommt jetzt nämlich nur... Ja, okay. Nur das Leben raus. Weil mit dem Yoshi, der da rausgekommen wäre, hätten wir schneller schwimmen können. Weil dieses Level sieht bis jetzt sehr langweilig aus. Es wird sich auch nicht mehr ändern. Es gibt nur diesen einen Twist. Wenn man einen Stern hatte, dann kommt hier der nächste raus. Und die Combo geht weiter. Hier kann man noch ein paar Leben sammeln. Wäre mit dem Yoshi-Schwimmen leichter gegangen. Machen wir beim zweiten Mal dann, beim nächsten Mal. Yep. Regulärer Ausgang. Ja, super, super langweiliges Level. Und ja, wer sich jetzt fragt, wo da ein Secret Exit sein soll, der fragt zu Recht. Das ist einfach so banal. Es ist aber in diesen Leveln hier immer ultra banal. So, jetzt sehen wir nämlich das erste Mal einen Baby Yoshi. Den will ich weg vom Stern nehmen. Wenn er den Stern frisst, wird er nämlich gleich groß. Oder wenn er halt 5 Gegner frisst. Aber mit dem Yoshi zusammen können wir viel schneller hier durch. Das müssen wir nämlich auch. Das müssen wir tatsächlich. Weil. So, hier ging es raus zum Ausgang. Wir wollen aber hier unten drunter entlang. Papp! Um uns den Schlüssel zu nehmen und den Secret Exit zu machen. Prima. Und jetzt haben wir hier das längste aller Level im ganzen Spiel. Puh, ich fühle mich schon ganz ausgelaugt. Ich fühle mich schon richtig ganz komplett tot. Ausgelaugt. Könnt ihr mir glauben. Das war der reguläre und jetzt zeige ich euch den Weg in den Secret Exit. Na komm schon. Ich brauche den Stein, ich brauche den Lakito. Ich brauche seine Wolke und ich möchte hier hoch. Und hier den Schlüssel holen und hier ins Schlüsselloch stecken. Super easy. Eins haben wir noch. Schaffen wir aber auch. So, mit einer Feder wäre es super einfach. Dann könnte ich nämlich wieder einiges überfliegen. Hier gibt es den roten Baby Yoshi. Also hier in dieser Star World bekommt man halt die ganzen Yoshis. Als Babys. Hier ist die Feder, nach der ich... Hat der Yoshi mir gerade die... Da! Manchmal ist dieser Dino echt zum... Na gut. Na gut. Dafür ist er immerhin noch gut. So, ich will das. Dann will ich erstmal das. Und dann will ich das. So, Secret Exit. Aber den normalen, nicht vergessen. Sonst suchen wir uns am Ende tot. Jo. Damit haben wir den. Jetzt machen wir noch den regulären. Und dann haben wir es fast. So, jetzt mache ich einfach Skippy Skippy. Oder auch nicht. Aber gut, ein Stück haben wir geskippt. Das reicht mir erstmal. Plapp. So geht das. So, genau, da sind wir eben, war ja unten neben das Schlüsselloch. Und im Prinzip kommt hier jetzt gar nicht mehr so viel. Nur noch hier diese 1-2 Sprüngchen. Hier nochmal im Kreis fahren, nochmal im Kreis fahren. Und hier ist dann auch schon der Exit. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Secret Exit.
in dieser Welt. Yo, yo, yo. So. So, hier wollen wir ein bisschen erstmal hier rüber. Plop. Mit einem blauen Yoshi wäre das, glaube ich, sogar super einfach. Okay, das reicht nicht. Warum reicht denn das nicht? Jetzt reicht's. Nein! Nein! Okay. Ist hier unten was Festes? Ja. Okay, dann wollen wir hier mal auf festen Boden. So, du darfst erstmal ein bisschen fressen. So. Und dann wollen wir mit deiner Hilfe nach Möglichkeit... Naja, das klappt jetzt natürlich wahrscheinlich nicht. Nee, weil es nicht scrollt. Aber das kriegen wir irgendwie hin, weil hier vorne kann man, glaube ich, auch noch irgendwo fliegen. Da können wir das dann regeln. Ja, hier war das. Hier, das sind die Erdbeben, die er macht. Ja. Das klappt schon mal hier nicht. Geht's hier irgendwie rein? Nee. Aber ich sehe was. Das könnte klappen. Ja, man kann hier oben drüber rennen. Dann machen wir das doch und laufen hier einfach zurück. Um dann hier rein zu gleiten. Und dann müssen wir hier solche abgefahrenen Dinger machen. Machen wir mal zwei, drei Stück von. Und dann sind wir hier auch schon, wo wir hinwollen. Na, wirf's nicht weg. So, und jetzt, liebe Freunde, kommt nämlich noch ein Warp von der Star Road auf die Special. Und das sind die letzten 2, 4, 6, 8 Level. Und ich freue mich jetzt schon wie ein Frühlingsröllchen, welches als geöltes Zäpfchen in Schmidts Katze von nebenan eingeführt wird. So sehr freue ich mich auf diese Welt. Und wir starten mal rein. Das erste ist noch relativ easy. Aber diese... Was steht denn hier eigentlich drin? Amazing. Nur wenige haben es hierher geschafft. Vor dir liegt die Special Zone. Complete it. Und ihr könnt explore. Ja, du wirst eine seltsame neue Welt kennenlernen, wenn du es weiter schaffst. Ja, hier ist es im Prinzip... Also das hier ist halt echt noch das leichteste von denen. Warum komme ich da nicht rüber? Na gut, dann eben nicht. Okay, im Ernst, wie kommt man da hoch? So? Ist hier eine Ranke drin? Ja. Hab das so in der Form, glaube ich, noch nie gemacht. Deswegen weiß ich das nicht. Aber gut, jetzt sind wir oben. Im Prinzip ist es jetzt nur noch nach unten. Und direkt da rein. So, hier ist einfach nur wildes Button-Smashen, um dann hier Anlauf zu nehmen und hier durchzufliegen. Und hier vorne ist das Ziel. Also da war nichts Verpassenswertes. War nichts. Weil jetzt geht die ganze Kretze los. Ich freue mich so. Tubular. Ich freue mich so. Aber, Freunde, wie das eben so ist im Leben, verschieben wir das aufs nächste Mal. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Kommentärchen oder Abo, wie ihr wollt. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir vielleicht das Spiel abschließen sogar. Mal gucken, wie gut es läuft. Und ich würde sagen, das war's von mir. Ich bin euer Mossi. Bis dann. Ciao.